Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, das Motto lautete, die Fans werden uns lieben, die Kritiker werden uns in der Luft zerreißen. Mit diesem Satz lancierte der Schützenbund unter der Federführung von Jürgen Werth Anderlan Ende Dezember ein Musikprojekt mit dem Titel Mama Tirol. In der Folge wurde heftig darüber diskutiert. Der Landesbeirat für Chancengleichheit sammelte sogar 6.000 Unterschriften in wenigen Tagen. Am Freitag trat dann Jürgen Werth Anderlan als Landeskommandant der Schützen zurück. Was ist das Problem mit diesem Video? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ein rappender Landeskommandant der Schützen, der im Keller sitzt, Wein trinkt und Zigarette raucht. Damit machte Jürgen Werth Anderlan mächtig Eindruck. Ein Dreivierteljahr arbeitete Werth Anderlan mit einigen Vertrauten an diesem Projekt. Sie kennen nicht den Ander, dafür die Greta. Im Park vor meinem Haus liebt der Dieter den Peter. Die Kombination aus provokantem Text und Bildern ließ die Kritiker stumm laufen. Nicht nur Schwulenfeindlichkeit war Thema. Ulrike Oberhammer vom Landesbeirat für Chancengleichheit forderte eine öffentliche Entschuldigung wegen frauenfeindlicher Passagen. Zu Hause nur rumliegen und einfach wegsehen. Sie passen sich an dem maroden System. Die Brieftasche ist voll und meine Frau ist schön. Dem rappenden Schützenchef wurde aber auch Rassismus vorgeworfen. Auch die Südtiroler Hochschülerinnenschaft ging auf die Barrikaden. Migranten, Studenten und viele Propheten, keine eigenen Wurzeln und retten den Planeten. Zum Schluss wurde es dann auch dem Schützenbund zu viel, obwohl sich Werth Anderlan vor der entscheidenden Sitzung noch kämpferisch gab. Ich habe noch sehr, sehr viele gute Ideen im Kopf und die werde ich dann mit der Bundesleitung besprechen und dann auch absegnen. Und sicherlich wird dann der eine oder andere wieder überrascht sein. Dann aber trat er doch zurück und seither ist es wieder still geworden. Weder Schützenbund noch Werth Anderlan nahmen zur Diskussion weiter Stellung. Pro und Contra fragt, war der Mama-Tirol-Rap frauenfeindlich und rassistisch oder waren die Reaktionen auf den Schützen-Rap übertrieben? Über diese Reaktionen diskutiere ich jetzt einmal mit der Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit, Ulrike Oberhammer, und mit dem freiheitlichen Parteiobmann und langjährigen Funktionär des Schützenbundes als Major und auch als Hauptmann, Andreas Leiter-Reber. Ihnen beiden danke fürs Kommen ins Studio. Ja. Frau Oberhammer, Jürgen Werth Anderlan wollte provozieren mit dem Video, das hat er auch angekündigt bei der Veröffentlichung des Videos. Ist ihm das gelungen? Ja, er wollte provozieren, hat aber offensichtlich nicht damit gerechnet, dass so eine große Gegenwehr entsteht und dass so viele das Video eben nicht gut finden und nicht auf den Tischen getanzt haben, sondern sich wirklich auch öffentlich gegen dieses Video ausgesprochen haben. Sehen Sie das auch so? Also waren diese Reaktionen, die aufgekommen sind, also durchaus gerechtfertigt? Hat Jürgen Werth Anderlan das unterschätzt? Ich glaube, dass die Kritik bis zu einem bestimmten Punkt gerechtfertigt ist, vor allem in der Figur und in der Rolle des Landeskommandanten. Aber was da in der Zwischenzeit entstanden ist und wenn man die Diskussionen auch in den Internetforen in den letzten Tagen verfolgt hat, dann ist hier eine Empörungswelle gestartet, die ich glaube ich nicht mehr mit dem Video selbst zu tun hat, sondern in eine andere Richtung geht. Aber vielleicht haben wir da auch noch die Gelegenheit dazu. Wir werden das versuchen, alles ein bisschen aufzuschlüsseln, was dieses Video anbelangt. Frau Oberhammer, eine Empörungswelle. Worüber haben Sie sich denn explizit empört oder was stört Sie denn an diesem Video? Der Landesbeirat für Chancengleichheit setzt sich ja schon seit vielen Jahren gegen sexistische Werbung ein, gegen sexistische Bilder, dass Frauen erniedrigt werden. Es geht um die Gleichstellung der Frauen und es geht in diesem Video auch speziell darum, dass Wörter verwendet werden wie billige Hure, die abwertend sind, dass Frauen die Bild- und die verbale Sprache, also natürlich die Mischung macht es, denn das Video, wenn ich nur den Text lese, ist nicht das gleiche Ergebnis, wie wenn ich wirklich auch das Video anschaue. Es wird das Bild einer Frau gezeigt, die auf einem Sofa sitzt, der Hals ist oder der Kopf ist abgeschnitten, es wird gesagt, zu Hause herumsitzen, während andere vorne weggehen, da sind dann nur die Männer zu sehen, also es sind schon wirklich viele Aussagen enthalten und ein Rundumschlag gegen viele Bevölkerungsschichten, die einfach so nicht gerechtfertigt ist. Solche Rap-Videos sind ja eigentlich nichts Neues, gehören in Deutschland dazu, werden auch hierzulande von vielen Jugendlichen gesehen. Warum stört Sie dann genau dieses Video? Also es geht um die Form, es geht um den Rundumschlag und es geht auch darum, dass natürlich ein Landeskommandant eines Schützenbundes natürlich eine Vorreiterrolle, eine
positiv ja auch auf die Jugend einwirken sollte. Und da hat es ja selbst gesagt, also möchte ja die Jugendlichen damit ansprechen. Und da ist es einfach der falsche Weg. Da hätte er sich vorher überlegen müssen und vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Herr Leiter-Reber, das Frauenbild ist von Frau Oberhammer angesprochen worden, dass damit vermittelt wird. Haben Sie damit auch ein Problem? Nein, ich möchte zuvor noch etwas zum Gesamteindruck des Videos sagen. Und wie Sie es richtig gesagt haben, es gibt ja vergleichbare Raps. Und der Landeskommandant und jeder kannte den Landeskommandanten dort, und auch die Schützen haben ja bewusst auch einen Landeskommandanten gewählt, der auch unkonventionelle Wege geht. Und ich glaube, Tradition und Moderne zu verbinden, das ist ein wichtiges Element. Das brauchen wir auch, das braucht auch unser Brauchtum. Und man hat sich bewusst auch für eine Person entschieden, die eben auch hier proaktiv wird. Hier bei diesem Rap, der gemacht worden ist, war sicher der Hintergrund, so wie es auch angekündigt ist, etwas Neues zu machen, etwas Gewagtes und wie er selbst gesagt hat, ja auch durchaus Provokantes. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hätte der Landeskommandant auch das Potsdamer Bergsteiger rappen können. Mir gefällt die Rapmusik und Hip-Hop nicht, hat mich noch nie erreichen können. Deswegen bin ich rein musikalisch schon raus und in der Vorbereitung hier auf diese Sendung, auch um sich mit den Rap-Inhalten auseinanderzusetzen, habe ich auch festgestellt, wie in der Rap-Musik dort auch ein Frauenbilder gezeichnet werden. Da ist ja dieser Text, von dem wir hier sprechen, also den der Wirt Anderlan veröffentlicht hat, ein Kindergeburtstag zum Vergleich zu vergleichbaren Raps, die auch in Südtirol in den Radiosendern gespielt werden. Da habe ich noch nie einen Aufschrei gehört. Das entschuldigt nicht, dass die Rolle des Landeskommandanten eine andere. Sie haben es jetzt angesprochen, ich genau, ich eingehen möchte, und zwar die Frage, darf denn ein Landeskommandant der Schützen einen solchen Rap im Keller sitzend, rauchend, Wein trinkend machen? Das genau, ich glaube, in Schützenkreisen ist wirklich auch dieser Gesamteindruck, der durch dieses Video vermittelt worden ist. Auch wenn es der Landeskommandant als künstlerisches Element darstellen wollte. Er ist nun mal kein Künstler und nicht Sido. Er bleibt für uns alle, sei es für die Schützen als auch in der Außenwirkung für die Bevölkerung, der Landeskommandant. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob dieses Video jetzt ein junger Schütze gemacht hätte oder eben der Landeskommandant. Und ich glaube, dass hier einfach auch, dass er übers Ziel hinausgeschossen hat. Und wenn man vielleicht das mit der Bundesleitung besprochen hätte, dass da vielleicht eine andere Version gekommen wäre, ein anderes Bild. Oder zumindest hätte man klar gesagt, was die Botschaft dieses des Rap-Videos ist. Denn das Problem dabei ist ja auch beim Text, man kann sehr viel hineininterpretieren, egal aus welcher Warte man das sieht. Also da gibt es Leute, die sagen, so schlimm ist doch die Kernaussage nicht von Heimat. Und andere natürlich auch durchaus Schützen und Magdentrin, die natürlich das Gegenteil hier sehen. Frau Oberhammer, haben Sie da was Falsches hineininterpretiert? Also, oder haben Sie es übertrieben mit der Reaktion, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist? Also wenn ich das falsch verstanden hätte, dann haben das über 6.550 Personen, die auch die Petition unterschrieben haben, auch falsch verstanden. Und diese Petition wurde immerhin von 48.000 Menschen angeschaut. Die haben sich also mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Es hat ja auch Schützenkompanien gegeben aus Nordosttirol, aber auch in Südtirol, die sich von diesem Rap-Video distanziert haben. Und was auch zu sagen ist, es hat ja auch zwei musikalische Gegenlieder gegeben, auch zum Teil in Rap-Form. Also Rap kann durchaus auch andere Inhalte haben. Und es geht darum, und die Frage eben, ob sich ein Verein, der sich auch offen modern geben möchte und die Jugend ansprechen möchte, ob es dann legitim ist, wenn andererseits der Landeskommandant in einem düsteren Keller mit Kerzen, mit Rotwein, mit Zigaretten, mit einer sehr starken Symbolik im Hintergrund, da ist Feuer zu sehen, da sind Gewehre zu sehen und so weiter, ob das dann wirklich zeitgemäß ist. Und wir haben ja auch in der Petition dazu aufgerufen, diese Art von Lieder eben nicht zu teilen, diese nicht anzuhören und damit auch klar ein Zeichen zu setzen, dass wir eben andere Texte wollen. Und es gibt andere Texte, um den Inhalt, den er vermitteln möchte, auch hinüberzubringen. Ja, Gewehre werden Sie bei den Schützen öfter sehen. Aber wo ich natürlich recht gebe, und da sage ich, habe ich auch dem Landeskommandanten selber gesagt, ich habe mit ihm am Sonntag ein längeres Gespräch auch geführt, ich habe ihn angerufen. Ich kann nur zu dieser Petition, und ich verstehe jeden, der hier, wie gesagt, Frauenfeindlichkeit ist für mich als Mann, wenn ich mir den Text durchlese, wäre das Letzte gewesen. Ich habe aber bewusst mit sehr vielen Frauen gesprochen. Manche sagen sehr wohl, ja, ich erkenne das, wenn ich das Bild in Kombination sehe. Andere wiederum stören sich nicht daran. Und Frau Oberhammer, ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie
für die gleichen Löhne für Mann und Frau sich einsetzen. Da haben sie einen Mitstreiter, da brauchen sie mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern. Das ist für mich selbstverständlich, nicht bei allen in diesem Land, besonders nicht bei allen Verantwortungsträgern. Aber mit dieser Petition, da haben sie sich und auch ihrer Institution, sie sind ja keine Privatperson, sondern eben Präsidentin auch des Beirates, keinen Gefallen getan. Sie haben hier bewusst eine falsche Aussage in die Petition geschrieben. Und welche Aussage wäre also das? Hier wird unterstellt in der Petition, im Text hätte man die Frauen als Prostituierte, als Hure bezeichnet. Und im Text steht ganz klar, das Land wurde behandelt. Also man kann sich dann am Begriff der Prostituierten stören, aber hier wurde ein völlig überzogenes Bild dargestellt. Sie haben hier bewusst falsch irgendwo die Argumentation aufgezogen. Ich muss hier direkt zitieren. Sie haben, wie gesagt, die Frauen, also der Landeskommandant, und sie in der Titelzeile schreiben sie ja Mander, es reicht, also alle Schützen in Generalverdacht, also, und schreiben dann, durch dieses Video habe der Südtiroler Schützenbund den Frauenhass alltäglich gemacht. Sie bringen dann das Mordopfer, den Frauenmord kürzlich in Trient, den ein Schwarzafrikaner begangen hat, den bringen sie dann, diesen fürchterlichen Frauenmord, und schreiben dann, dieses Video zeugt von fehlendem Respekt gegenüber den Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Und ich bin bei jeder Petition dabei, die gegen Opfer, also gegen Frauenmorde oder Gewaltopfer, aber hier auch noch als Rechtsanwältin, bewusst den Text so umzudeuten, beziehungsweise so zu schreiben, also das geht nicht, das ist skandalös, das ist wirklich der Hammer auch an der Petition. Dann gehen wir mal diese Punkte jetzt durch, die Sie da angesprochen haben, Herr Leiter Reber. Frau Oberhammer, Frauen als billige Hur, Sie hätten in Ihrer Aussendung diese Begrifflichkeit, die angeführt wird, diese billige Hur, die im Rap geführt wird, damit sei nicht die Frau gemeint, sondern das Land. Was sagen Sie? Man kann natürlich im Nachhinein sehr viel hineininterpretieren, und der Landeskommandant hat auch in einem Interview ganz eine andere Aussage dann getätigt. Fakt ist aber, dass selbst er auf der Seite, auf der Homepage des Schützenbundes geschrieben hat, dass in einem besonderen Jahr, das zu Ende geht, dieses Video wurde ja zum Jahresende auch publiziert. Vorhin wurde auch gesagt, an dem Video, da sieht man ja auch, das ist professionell gemacht, das mache ich nicht innerhalb von 3 Tagen. Also wir kritisieren auch den Zeitpunkt, wir kritisieren, dass genau am Jahresende, am Ende eines Jahres, das so schwierig war, dass vor allem von Frauen so große Opfer gefordert hat. Wir hatten die Kinder zu Hause, die Kindergärten waren geschlossen, sehr viele Frauen arbeiten in systemrelevanten Berufen, sie hatten große Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Viele Frauen wurden Opfer von Gewalt, noch mehr bedingt auch durch den Lockdown. Hätten Sie, Frau Oberhammer, jeder kann es nachlesen, was Sie geschrieben haben. Aber hätten Sie, das, was Ihnen jetzt unterstellt wird, ist, dass Sie fälschlicherweise diesen Frauenmord, der Ende des Jahres passiert ist, in Zusammenhang gebracht hätten mit dieser Veröffentlichung des Videos? Das hängt alles zusammen, denn wenn ich natürlich die Gewalt in der Sprache, die verwendet wird, und der Begriff billige Hur, da ist nur einmal abwertend für die Frauen. Wieso wird dieser Begriff verwendet? Wieso kann da nicht ein anderer Begriff verwendet werden? Und die Frage stellt sich, wo fängt Gewalt an? Es beginnt mit verbaler Gewalt, es geht darum, auch Frauenwitze zu machen, es geht darum, dann sexistische Bilder zu zeigen. Und da ist es Aufgabe der Gesellschaft, hinzuschauen, aufzustehen und zu sagen, wenn wir Gewalt an Frauen effektiv bekämpfen wollen, was dringend notwendig ist, auch in Südtirol, dann muss es auch bei solchen Dingen anfangen, dass wir als Gesellschaft sagen, wir tolerieren das nicht mehr, und besonders wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, müssen hier schon andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, denn der Begriff billige Hur, der darf einfach nicht verwendet werden. Herr Leiter Reber, braucht es eine Diskussion um das Frauenbild auch innerhalb der Schützen? Ja, ich glaube, eines ist die derbe Ausdrucksweise, die mir auch nicht gefällt, aber dass man diesen Begriff bewusst falsch verwendet und dieses überspitzte Bild zeichnet, das ist auch ein Verrat an jene, die hier die Unterschrift gesetzt haben. Denn wenn ich eine Petition einer öffentlichen Einrichtung unterzeichne, dann gehe ich davon aus, dass das, was dort geschrieben ist, auch der Wahrheit entspricht. Aber und hier haben sie sich wirklich disqualifiziert. Der Landeskommandant hat sich auch in meinen Augen irgendwo disqualifiziert, weil er einfach die Würde seines Amtes hier auch, er war sich nicht bewusst, dass er eben auch als Landeskommandant
immer in seiner Rolle gesehen wird und eben nicht diese künstlerische Freiheit genießt, die die Künstler genießen. Und wenn wir uns die Musik und nicht nur Rap, sondern da können Sie bei den ganzen Volksmusik- und Schlagersängern anfangen, wenn diese zwei Szenen, wo Frauen eingeblendet worden sind, dann müssen Sie mit der gleichen Konsequenz auch diese Videos, alle vom Hansi Hinterseher bis weiß Gott was, genauso mit der Frauenfeindlichkeit dann die Morde hineinbringen und dann die Unterschrift verlangen. Und dasselbe auch bei Leuten des öffentlichen Lebens in Südtirol. Wir hatten eine kleine Sexismusdebatte vor einigen Monaten im Südtiroler Landtag, wenn Sie sich erinnern können. Da haben Kollegen von, also Kollegen von mir im Landtag und mit denen Sie auf der SVP-Liste kandidiert haben vor zwei Jahren, auch frauenfeindliche und abwertende Sprüche getätigt. Da kam keine Petition, da kam gar nichts. Ich möchte da einfach, dass man es mit gleichem Maß behandelt. Darüber können wir noch sprechen. Das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern einfach auch hier eine gerechte Behandlung auch von den einzelnen Akteuren. Gut, dazu, wir sprechen gleich darüber noch weiter. Ich möchte, meine Frage wiederholen. Also, welches Frauenbild, nehmen wir diese Begrifflichkeit dieser billigen Hure her, welches Frauenbild vermittelt denn? Ich kann es Ihnen nur aus meiner Erfahrung sagen, als ehemaliger Hauptmann einer Schützenkompanie und als Bezirksmajor, bei uns sind die Mitglieder, also Schützen und Marketenderinnen sowie Jungschützen, gleichwertige Mitglieder im Gegensatz zu anderen Verbänden, wo die Marketenderinnen zum Beispiel kein Stimmrecht haben und solche Sachen. Das gibt es bei uns nicht, was natürlich vorgegeben ist aus der Tradition heraus. Das ist die Form, die Form, wie wir auftreten, wie wir marschieren. Da ist es klar, dass die Marketenderinnen mit dem Hauptmann in einer Reihe vorne gehen. Genauso ist es klar, dass wir nur einen Fähnrich haben und nicht 20 Fahnen tragen. Das kommt von nebenher. Aber ich muss hier wirklich auch eine Lanze für die 700 Frauen brechen, die im Südtiroler Schützenbund aktiv sind, die ehrenamtlich aktiv sind, die ganz oft genau jene sind, die auch die Kompanien zusammenhalten, die in den Kommandantschaften aktiv mitarbeiten. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, es ist in unserem Bezirk, das war der erste Bezirk, wo nicht nur Referentinnen in Form von Jungschützenbetreuerinnen, sondern auch gewählte Beiräte Frauen sind. Gut, Frau Oberhammer, jetzt lassen wir Sie mal zu Wort kommen. zwei Punkte, finde ich, ist wichtig anzusprechen. Einmal das, was der Herr Leiter-Reber gesagt hat, wird hier mit zweierlei Maß gemessen von Seiten des Landesbeirates. Also geht man gegen die Schützen besonders streng vor und bei anderen, die hier das Frauenbild oder frauenfeindlich agieren, da geht man weniger streng vor. Nein, es wird hier nicht mit zweierlei Maß gemessen und wir haben uns sehr gut und auch ausführlich darüber diskutiert, ob wir diese Petition starten. Es ist auch das erste Mal, dass wir eine solche Petition oder überhaupt eine Petition starten, weil wir einfach gesagt haben, es reicht jetzt. Und aus dem Grund wurde auch der Titel gewählt, Manda, es ist Zeit, damit aufzuhören. Und das ist jetzt nicht gegen die Schützen gemeint, sondern grundsätzlich, wo wir einfach gesagt haben, hier werden nicht nur Frauen beleidigt. Dieses Video ist auch homophob, dieses Video ist rassistisch. Also hier kommt ganz viel zusammen. Und wo wir gesagt haben, wir müssen oder wir brauchen auch die öffentliche Debatte, die auch sehr gut tut. Es tut gut, wenn in Südtirol einmal über diese Themen gesprochen wird. Und hier passiert im Grunde genau das, was auch der Landeskommandant gemacht hat oder was auch Trump zurzeit versucht zu machen, also eine Täter-Opfer-Umkehr. Fakt ist, dieses Video wurde gemacht, das wurde nicht vom Landesbeirat gemacht, sondern jemand anders hat einen Fehler gemacht. Wir haben darauf hingewiesen, wir haben auch in der Petition keinen Rücktritt gefordert, sondern wir haben eine öffentliche Entschuldigung gefordert, die nicht gekommen ist. Im Gegenteil, es wurde vom Landeskommandanten noch einmal unterstrichen, dass er diese Fehler und den Rassismus, den Sexismus, die Frauenfeindlichkeit nicht sieht. Also für uns wäre auch eine öffentliche Entschuldigung und die Debatte und die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr wichtig gewesen. Es ist wünschenswert, wenn auch im Schützenbund dann darüber diskutiert wird, damit das nicht mehr passiert, damit auch verstanden wird, was hier falsch gelaufen ist. Und das Was würden Sie sich erwarten? Wie sollte der Schützenbund damit umgehen?
Ja, auch wirklich einmal sich eine Referentin, eine Expertin herholen oder mehrere Experten und wirklich auch intern darüber diskutieren, wie verletzend Worte sein können, wie verletzend Bilder sein können und wie diese Kombination dann natürlich auch einen Einfluss hat, denn immerhin haben sie über 5000 Mitglieder. Sie möchten ja natürlich, denke ich, auch junge neue Mitglieder werben und vielleicht würde das auch dem Schützen dann gut tun, wenn diese interne Diskussion dann wirklich auch durchgeführt wird, denn es haben auch sehr viele Männer und auch viele Frauen, die Mitglied beim Schützenbund sich dagegen ausgesprochen. Also es ist nicht so, dass die alle dann gesagt haben, toll, und dann applaudiert haben. Genau darüber möchte ich jetzt... Ich applaudiere auch nicht. Herr Leiterreber, warten Sie. Genau darüber möchte ich nämlich jetzt sprechen. Die Frage, wie geht es den Schützen, oder wie geht es den meisten Schützen, wenn sie so ein Video sehen, wo der Landeskommandant da rauchend und alkoholtrinkend im Keller sitzt und plötzlich in diesen Tagen niemand mehr dazu Stellung nimmt von Seiten der Bundesleitung und auch nicht der mittlerweile zurückgetretene Landeskommandant? Eines ist, wenn Sie jetzt das Rauchen ansprechen oder das Glas Wein, das ja im privaten Umfeld überhaupt kein Thema ist, aber es ist ein Unterschied, ob man es eben in ein offizielles Video verpackt. Und wie gesagt, die künstlerische Freiheit trifft hier nicht wirklich, weil es immer der Landeskommandant bleibt und eben dieser Eindruck draußen auch vermittelt wird, in Kombination auch Text und Bild. Und ich glaube, dieser Gesamteindruck ist nicht jeder. Aber wie geht es den Schützen damit? Ich habe es nur so weit mitbekommen, ich bin ja nicht aktiv in der Bundesleitung, dass man jetzt natürlich auch die einzelnen Gremien einberuft und hier sich auch und hier auch weiterarbeitet. Eins bin ich überzeugt, der Schützenbund ist gut aufgestellt, hat starke Kompanien, hat über die Bezirke und die Bundesleitung auch ein ganz klares Prozedere, das jetzt der Vize-Landeskommandant inzwischen weitermacht. Und ich muss auch sagen, mit diesem Rücktritt, den der Landeskommandant gemacht hat, aus eigenen Schritten, er wurde ja nicht abgewählt, er hat ja selbst gesagt, er tritt zurück. Er hat somit auch Verantwortung übernommen für dieses Video, das er ja in Eigenregie auch gemacht hat und hat es eben wieder mitgenommen sozusagen. Aber was sagen Sie dazu, dass jetzt eigentlich niemand mehr dazu Stellung nimmt? Ist das das richtige Zeichen? Ich glaube nicht, dass das hat. Ja, aber dann wird halt bei der nächsten Sitzung, also man wird sich treffen müssen und aussprechen müssen, dann wird auch eine dementsprechende Stellungnahme kommen. Aber ich bin nicht befugt, das zu sagen. Zum Schluss, Frau Oberhammer, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Hätten Sie sich gedacht, dass diese Unterschriftensammlung dazu führen wird, dass der Landeskommandant der Schützen zurücktritt? Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Wir haben das ja auch nicht gefordert. Ich finde es aber sehr positiv, dass diese Unterschrift oder diese Petition so oft unterschrieben wurde, dass auch in ganz vielen Haushalten über dieses Thema diskutiert wurde, vielleicht auch zum ersten Mal. Und dass da auch wirklich vielen bewusst geworden ist, dass Bild und Sprache gemeinsam dann natürlich eine ganz starke Botschaft gibt und vor allem auch die Bilder ja in den Köpfen bleiben. Und dass hier sehr gut überlegt werden muss, was gemacht wird. Wir beschweren uns ja auch immer wieder, wenn sexistische Werbungen geschaltet werden, dass auch diese nicht in Ordnung sind. Das nehmen wir als Schlusswort. Die Zeit ist leider vorbei. Herr Leiterreber, der Parteiobmann der Freiheitlichen, war heute Gast, langjähriges Mitglied auch der Bundesleitung und Bezirksmajor und die Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit, Ulrike Oberhammer. Vielen Dank fürs Diskutieren.